Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Und zwar reagieren wir auf das Snippet von Busy Montana und Yannick 90er Snippet. Ab dem 26.02.2021 erhältlich. Es ist Freitag soweit, also wir ziehen uns das jetzt rein. Und wenn es dope ist, Alter, dann wird es natürlich, dann holt euch natürlich die EP Mixtape. Oder wie viele Tracks sind das dann? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tracks. Ja, Mann. Und dann sind, glaube ich, sogar noch Bonus-Songs hier drei Stück bei. 90er, das ist so. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das zu der erst guter Junge-Zeit aufgenommen worden. Für Leute, die noch nicht so lange im Rap sind, Busy Montana war ja bei EGJ. Ist da mit Blackout gestartet, mit Jacuzza zusammen. Und dann kam, ich glaube, drei Mucke aus der Unterschichtteile bei Erst Guter Junge raus, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich habe Busy seit EGJ-Zeit immer gefeiert, immer verfolgt, was er macht. Klar fand ich manche, die Mucke aus der Unterschicht-Sachen sind meine Lieblingsalben. Richtiges Album kam ja auch schon lange nicht mehr, so mit CD oder so, hätte würde ich feiern. Falls Busy Montana es zufällig mal sehen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann. So. Busy Montana habe ich immer gehört, so. Ich glaube, von der alten Truppe, bei ganz EGJ, so. Wer war da? Also, ich vergesse viele, aber so. Debo war da, Nice war da, Saad war da, Jacuzza sowieso, Busy Montana halt, Bushido war da. Ja, Echo und Summer Jam. Aber Summer Jam war nicht richtig da, Summer Jam war halt, weil Echo da war, glaube ich. Ja. Das müsste es. Ja, Kay, natürlich. Wie konnte ich Kay vergessen, Digga? Aber Busy Montana habe ich wirklich immer durchgehend gehört, Alter. Ich feiere so seine Deepness, so aus Deepness und Straße. Gerade diese Mucke aus der Unterschicht Sachen fand ich sehr nice. Auch Manu 4, was er bei Freunde von Niemand noch released hat, fand ich sehr geil. Ein Hauch von Gift und so war jetzt nicht so meins. Und diese Quarantäne-EP fand ich auch nicht so geil. Aber diese EP davor, die war übernice. Aber sorry, dass ich so lange laber, aber ich freue mich, dass Busy Montana was Neues macht, Alter. Und ich hoffe, dass dann vielleicht auch mal ein Solo-Album von dir wiederkommt. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein. Beat klingt jetzt schon mal geil. Eine Sache muss ja loswerden, Digga. Ich bin immer hype, wenn Busy Montana was raushaut. Ich weiß, ich habe gerade jetzt schon so viel geredet, aber jetzt, das kommt auch aus der EGJ-Zeit. Ein, zwei Tracks sind, glaube ich, rausgenommen worden. Aber so abgeändert werden oder so. Aber sonst ist das aus der EGJ-Zeit, wo für mich die besten Busy Montana Sachen kamen. Bis auf Manu 4 und die EP fand ich auch noch sehr stark. Busy hat auch noch so gute Tracks, aber Digga, Mucke Unterschicht 1 und 2 waren meine absoluten Favorites. Und Blackout natürlich. Aber nur Teil 1. Das hier wird ein krasser Schlager. Das ist gefährlich wie ein illegales Waffenlager. 90er, alle Hände hoch. Wir zerlegen deine Szene und verbrennen sie wie Dope. 90er. Digga, man fühlt sich so ein bisschen wie früher auch so versetzt. Auch die Beats so. Geil, Alter. Der 90er-Shit ist am Start. Ja. Ich werde mir das Ding auf jeden Fall holen, egal ob es jetzt einen guten Eindruck macht oder nicht, Digga. Ich supporte Rap und Busy Montana sowieso. Das hier wird ein krasser Schlager. Das ist gefährlich wie ein illegales Waffenlager. 90er, alle Hände hoch, wir zerlegen. Gefährlich wie ein illegales Waffenlager. Digga. Ist jetzt, geht gut nach vorne, Alter. Ich hoffe trotzdem. So eine Mischung aus Straßenrap, so ein bisschen nach vorne und auch so diepe Dinger. Ich bin echt gespannt. Jetzt von Competition, bitte bleib realistisch. Ich komme kontinuierlich mit den Bomben, um die Form zu ficken. Was bitte redet ihr? Ich hab euch. Ja, Mann, klingt wirklich nice. Klingt auch wie früher. Die Schatzsuche hat was gebracht, Alter. So vom, zumindest der erste Song gefällt mir so vom ersten Eindruck sehr, sehr gut. Mach nochmal kurz zurück, Leute. Jetzt von Competition, bitte bleib realistisch. Ich komme kontinuierlich mit den Bomben, um die Front zu ficken. Was bitte redet ihr? Ich hab Bomben, um die Front zu ficken, Digga. Okay, weiter geht's. Ich gar nicht verstanden, rede nicht von Straße, deinem Arsch oder deinen Namen verwandten.
das Köpfchen weg. Okay, jetzt kommen wir schon zum zweiten Track. Dieses Lied, Alter. Okay. Der Titel ist jetzt auf jeden Fall anders krass ausgedacht hier. Glücklich und froh bin, spiel dieses Lied, wenn es endlich vorbei ist. Wenn meine Seele dann endlich frei ist. Spiel dieses Lied, wenn mein Ende kommt. Spiel dieses Lied, wenn mein Engel kommt. Spiel dieses Lied, wenn mein Ende kommt. Spiel dieses Lied, wenn ein Engel kommt. Ja, ist auf jeden Fall auch wieder komplett was anderes. Dann gehen wir zum ersten Lied, Alter. Ja, mal sehen. Engel kommt, spiel dieses Lied, wenn ich sterbe. Wenn sie mich begraben, tief unter der Erde. Spiel dieses Lied. Und schreibt mal unten in die Kommentare, ob es auch noch krasse Busy Montana-Fans gibt hier in meiner Community, nenne ich es mal. Ja, schreibt mir auch gerne euer Lieblingsalbum von Busy Montana, Lieblingstrack, wie ihr die neuen Sachen fandet und so weiter. Ich tot bin, sag meinen Liebsten, dass ich glücklich und froh bin. Spiel dieses Lied, wenn es endlich vorbei ist. Wenn meine Seele dann endlich frei ist. Auch, dass das geht halt, ist schon wieder sehr in diese diepe Richtung, finde ich geil. Der erste Track ging halt richtig gut nach vorne, der zweite so in die diepe Richtung. Ja, und wir checken jetzt den dritten Track an. Es geht weiter, heißt das Ding. Deren Leben noch nie leicht war. Wenn deine Ziele so hoch und so stehen wie die Sonne, denke mal dran, alles ist erreichbar. Und wenn die Krisen dich trotzdem runterziehen, die Sonne scheint für dich. So ein bisschen, wirkt also ein bisschen so wie so ein Motivationstrack. Motivation, vielleicht etwas übertrieben, aber. So, wenn das Leben dich fickt, so mäßig. Diese Tracks kamen Busy Montana halt auch übertrieben. Und noch ein Stück zurück. Die Sonne, denke mal dran, alles ist erreichbar. Und wenn die Krisen dich trotzdem runterziehen, die Sonne scheint für dich, dass alles geht weiter. Und die Sonne scheint hoch oben am Himmel für alle, die denken, es geht nicht mehr weiter. Die Sonne scheint oben am Himmel. Für all die Leute, es geht nicht mehr weiter. So, ist halt so ein Track, so egal wie das Leben dich fickt, so mäßig. Es muss immer weitergehen, weißt du? Und die Sonne scheint so hoch oben am Himmel für alle, deren Leben noch nie leicht war. Wenn deine Ziele so hoch und so stehen wie die Sonne, denke mal dran, alles ist erreichbar. Ja. Egal was für Ziele man hat, denk immer daran, alles ist erreichbar. Ist geil. Feiere ich auf jeden Fall. Ich habe ja auch das Ziel mit YouTube, vielleicht auch irgendwann vielleicht mal mehr zu erreichen. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht so mäßig, weißt du. Fühle ich auf jeden Fall. Wir wachsen langsam, aber auf jeden Fall läuft. Und solange es mir Spaß macht, werde ich es auch wieder weitermachen. Ich liebe Hip-Hop einfach. Egal, ob ihr mich jetzt hatet oder nicht, Alter. So juckt mich wirklich gar nicht, Alter. Ich finde immer geil, Feedback zu kriegen, auch ob es kritisch ist oder positiv, alles easy so mäßig, aber solange, mir macht es echt Bock, Alter, und es gibt nicht viele Leute, die Hip-Hop so lieben wie ich, Alter. Und wenn die Krisen dich trotzdem runterziehen, die Sonne scheint für dich, und alles geht weiter. Strom schlecht. Jetzt kommt der vierte Track, es ist wie wenn, okay. Und kein Wetter kommt euch holen, zieh den Stecker aus der Dose, wenn's zu viel ist für dich. Und wasch die Flecken aus der Hose und verzieh dich, du Fisch. Ich lass es brennen, jetzt verrückter. Schön mies nach vorne, auch mit einem komplett anderen Flow, Alter. Finde ich geil, hört sich auch von der Stimmlage so ein bisschen, ich will nicht sagen fresher, so aus der Zeit, wo ich Busy Montana viel gehört habe. Man merkt halt, dass das so ältere Dinger sind. Oder es kommt so rüber. Pyromane, Rap ist schlampig, jeder fickt mit diesem Mischstück ohne Zahlen aus dem Weg. Junge, du kommst an den Kanten nicht vorbei. 98 Kilo, du bist nur ein Handtuch im Vergleich. Wir sind angesagt, 98 Kilo, du bist nur ein Handtuch zum Vergleich. Busy, Alter, geht. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viele Tracks nach vorne gehen. Ist bei Busy ja auch nicht immer so. Ich weiß, wir gehen es locker an. Rap ist wie ein Pornofilm, schau dir die ganzen Fotzen an. Digga, nochmal zurück. Sorry, dass ich Pause drücke, aber die Line fand ich unfassbar krass. Vergleich, wir sind angesagt zur Zeit. Ich weiß, wir gehen es locker an. Rap ist wie ein Pornofilm, schau dir die ganzen Fotzen an. Rappen ist wie im Bahnhof, guck dir die ganzen Fotzen an, Digga. Zerstörung, Digga.
Sorry, aber dass ich so auf Pause jetzt gedrückt habe, aber die Line fand ich wirklich die krasseste bis jetzt. Wir räumen auf, jetzt sind drauf und komm raus jetzt. BZ, Janik, hol dein Geld raus und kauf. Das ist wie wenn draußen vor deiner Tür ein Tornado tobt. Alles kaputt ist außer das Album und dein Radio. Oh, geil, Alter. Feier ich übertrieben. So vom Ding her könnte das mein Lieblingstrack bis jetzt sein von den. Der vierte ist jetzt. Wir räumen auf, jetzt sind drauf und komm raus jetzt. BZ, Janik, hol dein Geld raus und kauf. Das ist wie wenn draußen vor deiner Tür ein Tornado tobt. Alles kaputt ist außer das Album und dein Radio. Das ist, wenn draußen ein Tornado tobt und alles kaputt geht, so bis auf deine Anlage, so mäßig. Ich kann das jetzt nicht genau widerspiegeln. Ich würde es ja jetzt auch nicht 10-mal so zurückmachen und euch noch mehr abfucken, so. Aber sonst, Digga, dopes Ding. Auch die Beats, sehr, sehr nice. Digga, ist einfach oldschool sein Vater. Wie wenn deine allerschlimmsten Träume wahr werden, wo man dir sagt, du wirst in eine. Oh, jetzt kommt Ghetto Arroganz, jetzt auch beattechnisch nochmal was, so ein komplett anderes Ding. Ja, unterstützt BIZ, BIZ, wollte ich sagen. Gucken, was noch kommt. Bring mir deine Killer her, ich picke deinen Anschlag. Anschlag, komm mit deiner Gang, wenn du Angst hast. Man, ihr macht den Eindruck einer Brennballmannschaft. Ghetto elegant, dieser Beat ist Therapie. Auch komplett ganz anderer Flow, auch so viel schneller so als diese Standard-Busy Montana-Tracks so. Ich muss sagen, ich liebe diese Standard-Busy Montana-Track, aber es ist auf jeden Fall mal Abwechslung. Sweet und das Beat und das Beat, das spricht. Spuck auf den Boden, nenn es Ghetto Arrogant. 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 Ja, früher kam das mit solchen Stimmen öfter vor. Hier zum Beispiel bei. Hier Stress ohne Grund, bei Bushido war es drauf, mit Shindy den Song. Kollege und Shindy haben es, glaube ich, auch gemacht. Gab es schon ganz oft, wollte ich damit nur sagen. Das sind nur die Tracks, die mir so aus dem Kopf einfallen. Ist geil, Alter. Also, aber ich muss sagen, insgesamt so finde ich die, es ist wie wenn mein Lieblingstrack, aber. So muss man mal die Parts und so hören. Jetzt kriegt man ja nur einen kurzen Eindruck, aber muss ich mal gucken, wie der Track mir dann gefällt. Geht aber schon gut ins Ohr, ist auch purer Hip-Hop, einfach oldschool, geile Beats, so komplett verschiedene Tracks, andere Flows, auch vom Tempo mal gewechselt, mal nach vorne, mal ein bisschen Motivation und den Leuten Kraft geben, so mäßig. Ja, feier ich. Ich kann gar nicht klar. Bist so am Kopfnicken, so kommst gerade so in den Track rein, auf einmal wechselt es. Digga, Snippets sind schon manchmal Abfuck, ey. Ich kann. Kommt jetzt. Insgesamt ist das jetzt Track 6. Ich kann. Ich kann, damit kann ich leben, Junge. Meine Texte sind, seit ich 16 bin, Knochenbrecher wie ein Van Damme Actionfilm. Meine Texte sind Knochenbrecher wie ein Van Damme Actionfilm. Digga, brutale Line. Digga. Puh. Ist krass, gefällt mir sehr gut, der Anfang hier von Ich kann. Geht euch seid hart am Dien, ich fick euch grad zum Beat. Du bist ein Hundesohn und mehr warst du nie. Ist es Hobby, Image, Spaß, ernst, gefährlich, toll. Ich würde sagen, es ist Straße, endlich ehrlich auf Deutsch. Immer wechselt die Oma die Fußgängerwege. Ich gefällt mir sehr gut hier. Ich kann, Digga, geht gut nach vorne. Ist auch mal was, wieder was anderes. Sind auch schön asoziale Lines so dabei. Ja, so muss das sein, Alter. Dass ich inzwischen ganz gut damit lebe. Wie man sieht, läuft alles gut. Rapper springen auf die Bäume. Nichts zu verlieren kommt jetzt, Track 7. Nichts zu verlieren, habe ich schon gesagt. Und wir gucken einfach mal. Es wo, Mann, ich seh euch nicht wie blinde Kaubezäune. Ich bin innerlich ein Deutscher und so seh ich mich auch. Versteh mich nicht falsch, ich lieb eine rumänische Frau. Mir geht's gut, Mann, und ich lebe. Jetzt nochmal so ein bisschen Thementrack, so gleichzeitig deepes Ding. Deswegen gehen wir nochmal zurück, genießen nochmal die Bars so ein bisschen, so busy wie man ihn kennt.
Ich bin innerlich ein Deutscher und so seh ich mich auch. Versteh mich nicht falsch, ich lieb eine rumänische Frau. Mir geht's gut, Mann, und ich lebe es aus. Die Strophen brennen und mein Guthaben gebe ich aus in großen Mengen. Ey. Ja, ist geil. Er lebt da halt auch diesen kompletten Film noch, so dass so langsam losgeht mit dem Hype bei Busy Montana. Weil es ja von früher ist, muss man ja sagen. Und ja, ich freue mich wirklich auf das Busy-Ding. Ist so ein bisschen nicht an mir vorbeigegangen. Ich habe so immer so ein bisschen mitbekommen. Aber ja, was soll ich sagen? Ich freue mich auf jeden Fall, dass neue Tracks von Busy am Start sind. Und von Yannick natürlich. Aber Busy, ein Album wäre echt mal wirklich wieder nice. Und wenn es nur digital ist, ich mag zwar CDs lieber. Box wäre natürlich am besten. Ich geh am Tag meine Runden durch den Park. Damals war ich schon betrunken nach einer Stunde ohne Schlaf. Nenn das asozial, für mich ist es ein guter Start. Na geil, machen wir mal zurück. Ich geh am Tag meine Runden durch den Park. Damals war ich schon betrunken nach einer Stunde ohne Schlaf. Nenn das asozial, für mich ist es ein guter Start. Im Tag, was ihr zählt, ist gut. Damals war ich schon, wenn er eine Stunde wach war, so vollmäßig, so verstehe ich es auf jeden Fall. Und für ihn war das schon so ein guter Tag. Mäßig, aber nenn es asozial, ist halt dies so, dass Leute immer so direkt so machen. Hier, guck dir mal den Asi an. So, anstatt sich um seine eigenen Probleme zu kümmern. Immer diese Vorurteile sind sowieso immer echt krass. Ja, ich glaube, solche Zeilen wird er jetzt auch nicht mehr rappen. Jetzt ist er ja Vater und alles. Aber wer weiß, Leute. Aber ja, nice, Digga. Gutes Gras und kein Gucci um die Karte. Tritt den Text in die Parkbank. Ich geh mit dem Wex durch die Parkanlage. Oh, jetzt kommt Track 8 und jetzt. Krisen, aber regelt sie noch heute Endzeit-Flavor. Ich nehm das Heft, schreib den Text bis zum letzten Paper. Fitness for life, ich seh nicht aus wie deine Rapper. Ich schreibe die Texte während dem Warm-up auf dem Stepper. Ja, Mann, ist geil. Ich schreibe die Texte beim Warm-up auf den, beim Warm-up bei dem Stepper. Ist auch eine nice Line. So eben schnell, so beim Trainieren schreibe ich euch die Bars eben auf, Alter. Juckt ihn gar nicht, Alter. Der Yannick klingt auch richtig, richtig nice, Alter. Alter, das ist 42-Stunden-Woche, du kriegst Geld von Vater, ich arbeite wie ein Hund, du Fotze, negativ, positiv, es ist ein Auf und Ab, momentan ist gut, ich bin bei Busy und wir rauchen was, ich nehme auf, es passt, wir machen ja, wie gesagt, die Stimme von Yannick gefällt mir auch sehr, sehr gut, Alter. Ich kenne jetzt die Jungs so gar nicht aus dem Kopf, aber es klingt alles sehr nice, Busy Montana kenne ich natürlich wirklich alles, aber ja. Ich freue mich wirklich. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Zu krass, ich sag nicht dein Wort und deine Frau bespaßt. Bang, bang, ihr seid auf der Flucht, jetzt kommt dein Idol. Ja, weg, kein Geld, draußen regnet es seit Tagen, ich bin innerlich. Ja, jetzt kommt wieder so ein typischer Busy Montana Track, wir werden sehen. Weg, ich ging durch Höhen und durch Tiefen, heute lebe ich dazwischen. Nach den Krisen ist es endlich Zeit, die Tränen wegzuwischen. Auch wenn draußen mal die Sonne scheint, mein Lächeln ist verschwunden. Dieser Sonne. Draußen mal die Sonne scheint, mein Lächeln ist verschwunden. Ja, das ist halt Busy Montana, Digga. Deep Shit, so einer der einer mit der ersten, der diese Mucke gemacht hat, so. Ganz ehrlich, so, ich könnte mir, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Aber Busy Montana und Matrix zum Beispiel, so vom Sound, könnten die vielleicht auch mega gut zusammenpassen. Schein von Junge ist vergessen und betrunken. Heute lebe ich in den Tag hinein und zähle die Sekunden. Und ich weiß, wie du dich fühlst. Unsere Seelen sind verbunden, Bruder. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Unsere Seelen sind verbunden. Ja, er gibt halt mit solchen Texten, Deepness-mäßig halt auch vielen Kraft. Oder wenn man die Musik hört, so, man kommt besser durch die Zeiten, so. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin mit Busy Montana Musik viel aufgewachsen, wo ich so diepe Phasen hatte. Gerade extrem viel und, Digga, unfassbar. Deswegen, schon deswegen werde ich Busy Montana nie so vergessen. So. Seine Musik hat mir extrem viel geholfen. Wie ich das hier alles weiter regeln soll. Rechnungen, Miete zahlen, sag wovon ich leben soll. Ich ziehe ein Joint, wie mein Konto stand mich runter. Das meine ich mit Geld, Miete zahlen und so weiter. Das sind halt so Alltagsprobleme, die jedem passieren können.
So, weißt du? Und die Musik ist halt einfach echt. Fühle ich 100.000%, also. Rauszukommen, brauch ich ein gottverdammtes Wunder. Ich steck Liebe und mein Leben rein und kämpfe auch dafür. Ich hab Schulden, der Gerichtsvollzieher hämmert an die Tür. Noch 10 Tage. Zeitdruck ist jetzt hier am Start, der letzte Track. Da sind auch Bonus-Tracks-Songs drauf. 3 Stück. Aber die werde ich jetzt, die werden hier wahrscheinlich nicht mehr eingespielt, weil 5:33 sind wir jetzt hier. Und 6:05 geht das Ding. Jetzt kommt noch Zeitdruck. Berlin gekommen, zu busy und wir machen jetzt wieder Songs. Ich schreib bis meine Finger bluten, er tut es auch. Mein Bruder for life, Blut rein, Blut raus. Bruder for life, Blut rein, Blut raus. Auch vom Flow und vom Beat wieder was komplett anderes. So wird ein geiles rundes Ding, Alter. Nennt es Album, nennt es EP, Mixtape. Ich weiß gar nicht, als er was das angekündigt hat. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, sehr drauf. Wird krass, Digga. Glaube ich. Gib Busy Montana eine Chance, alle, die Busy Montana nicht kennen sollten und von meinem Kanal vielleicht darüber gehen. Glaub nicht, dass ich so viel erreichen kann für Busy, aber wenn, checkt auf jeden Fall mal seine Songs ab, Alter. Über nice, Alter. Ja, mein Lieblingstrack, so vom Snippet, wir werden sehen, sehr, sehr krass und es ist wie wenn, finde ich auch sehr krass, nichts zu verlieren, so. Aber so richtig den schlechtesten Song. Ne, ich habe keinen schlechtesten Song eigentlich. Ne, aber die drei fand ich, glaube ich, so beim ersten Mal hören am besten. Hab mich sofort auf den Alkoflow gesetzt. Der sechste Joint und ich schiebe Hallus wie auf Crack. Wir chillen im Park, ich habe Beatbull am Handy. Wir schreiben die Zeilen und die Beats schickt er ständig. Auch schön assige Dinger bei, wenn das alles nur Yannick ist. Weil hier steht zum Beispiel einmal hier bei den Bonus-Songs Kani, Servert. Ich kenne die jetzt nicht alle so, deswegen kann ich die nicht so auseinanderhalten, aber ich denke, wenn hier nur Busy Montana und Yannick steht, wird das alles Yannick sein und klingt dope, Alter. Schön asozial, geile Stimme, geile Sachen, die auch im Kopf hängen bleiben. Die Beats feiere ich auch. Business Club, Texte schreiben ab 3. Busy macht die Mische und Yannick ist wieder high. Lines auf Hey, Busy macht die Mische und Yannick ist wieder high. 11 Uhr nachts, draußen ist dunkel. Schon wieder so ein Hit, der Ja, das war's hier. Ja, wie gesagt, schreibt eure Meinung gerne über Busy Montana, Yannick, die ganze Gang und über Busy Montana Songs. Feiert ihr ihn? Wie lange verfolgt ihr ihn? Findet ihr seine neuen Sachen besser, seine alten Sachen besser? Wie auch immer, supportet echten Rap, supportet Busy Montana und Yannick. 90er Shit, Snippet, Album erscheint Freitag, Digga. BIZ ist wieder am Start. Und holt euch die EP, Mixtape, wie auch immer, support Busy Montana, damit wir bald auch mal wieder ein Album kriegen. Das war's mit meiner BIZ Reaction und abonniert meinen Kanal und schreibt mir eure Meinung über meine Reaction und Busy und Yannick in die Kommentare. Ich bin raus, Leute.